Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ihr seht schon, wir haben einen Gast hier bei uns und zwar ist es der gute Sven. Wir haben bei uns in der Trago eine Menge interessanter Persönlichkeiten und die möchte ich euch mit der Zeit jetzt vorstellen. Und unser erster Gast wird heute Sven sein. Sven, der erzählt euch gleich nochmal ein bisschen was vom Lebenslauf. Auf jeden Fall ist Sven 1 wahrscheinlich 50 Mal vermögender als ich. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer und was ich jetzt gestern den Tag über festgestellt habe, eine noch geilere Persönlichkeit. Wir kannten uns zuvor immer so ein bisschen vom Telefonieren, von den Bildern, aber gestern haben wir uns persönlich hier in Dubai kennenlernen dürfen das erste Mal, wir waren mit dem Team unterwegs und Sven ist so eine coole Socke, von dem man so viel lernen kann und das möchte ich heute euch ein bisschen mitgeben und Sven einfach vorstellen. Sven, erzähl uns mal, wer bist du, wo kommst du her? Was hast du so dein Leben lang gemacht? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Intro war jetzt schon ein bisschen hart, da muss ich jetzt erstmal gucken. 50 Mal Vermögen, da ist auch eine Ansage. Also, das stimmt so nicht. Ja. Wer bin ich? Ja, Sven Witthohn, komme aus Norddeutschland, aus einem beschaulichen Dorf nördlich von Hamburg, bin aus Hamburg weggezogen. Hab einen wundervollen Sohn, hab eine wundervolle Frau und das ist im Grunde auch schon die Erfolgsgeschichte. Ich habe meine Frau kennengelernt nach Abi, Ausbildung, Studium, Arbeiten im Konzern und habe dann neben dem Studium direkt das erste Unternehmen gestartet. Was hast du studiert? Wirtschaftsinformatik. Okay. Und habe dann, ja, wie gesagt, das erste Unternehmen gestartet und meine Frau um Support gebeten und das hat sie gemacht. Ich bin ehrlich gesagt sehr kapitalistisch aufgewachsen, auch wenn mein Vater das jetzt hört und sagt, nein, bist du nicht. Aber das ist ja immer so in solchen Familien. Ich habe also sehr viel schon von zu Hause mitbekommen aus Unternehmertum und meine Frau hat im Grunde genommen, die ist Krankenschwester und die hat den ganzen sozialen Spirit bei mir reingebracht. Also, dass ich quasi mit Menschen besser kann, weil ich war sehr geldgetrieben, mir ging es nur ums Geld und jeder, der irgendwann mal ein bisschen mehr Vermögen hat, weiß, ums Geld geht es halt überhaupt nicht. Dementsprechend war das sehr wichtig. Also meine Frau hat mich dann einfach zu einem besseren Menschen gemacht, war auch dann schwierig, wenn man etwas sozialer eingestellt ist, immer die richtigen Führungsstrukturen herzustellen und auch die richtigen Gespräche zu führen, auch Leute mal zu entlassen, auch wenn die Familie haben. Das sind alles solche schweren Sachen. Und Business war IT. Was habt ihr konkret gemacht? Konkret zum Schluss Microsoft Cloud Solution Provider. Das heißt, wir haben Microsoft Cloud Produkte verkauft und zum Beispiel Azure Modern Work Team, also alles, was quasi so gut und gerne genommen wird. Und durch Corona haben wir im Grunde dann einfach nochmal so einen Boost bekommen, weshalb ich dann auch gesagt, okay, reicht jetzt auch, jetzt ist die Firma auch genug wert und ich will mehr Freizeit haben. Ich war da Ende 30, also 39 und dann gesagt, ich verkaufe das Unternehmen und habe das dann auch in gute Hände weitergegeben. Da muss man ja auch sagen, so Cloud-Services, Amazon AWS, ja alles so durch die Decke gegangen, also die komplette Cloud-Bereich. Absolut. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt in die Sparte oder wie kam es überhaupt darauf, jetzt dieses zukünftige Potenzial auch dann anzugehen? Naja, im Grunde gibt es in meinem Leben eigentlich eine Komponente, die immer gleich geblieben ist. Das ist, ich investiere immer in Visionen. Das heißt, jedes Jahr, egal wie viel Umsatz oder wie viel Ertrag du machst oder ich gemacht habe, ich habe immer gesagt, okay, ich habe irgendwie Bock, ich habe ein Thema gefunden, Kickstarter-Kampagnen, Produkte, was auch immer. Und habe gesagt, hey, das ist irgendwie logisch, da ist eine Idee hinter. Ich habe einen Kreis, an die ich das veräußern könnte. Also ich habe also Vertriebsarbeit musst du natürlich auch machen und das muss auch matchen und dann investierst du. Und dann wird dein Netzwerk jedes Jahr besser. Wir hatten es eben gerade kurz über Videodrehs. Dann kennst du auf einmal eine Firma, die super coole Videos macht, super coole Imagefilme macht und die behältst du ja auch für die Kampagnen die Jahre danach. Und so baut sich dein Netzwerk immer weiter auf. Aber es baut sich halt nicht auf, wenn du nicht bereit bist, auch mal Geld auszugeben und zu sagen, hey, ich brauche mal einen Coach, ich brauche mal dies, ich brauche mal das. Und ich muss irgendwie auch mal einen Weg gehen, wo ein anderer sagt, der ist besser. Weil was ich auf jeden Fall nicht bin, ich kann diese ganzen Sachen nicht. Ich bin ein guter Allrounder, ich kann, glaube ich, ganz gut führen, aber ich kann zum Beispiel Videos drehen, so wie wir das jetzt hier machen, kann ich nicht. Wäre ich völlig überfordert mit der Technik. Und
das ist im Grunde also der Weg gewesen. Und so sind wir zur Cloud gekommen. Das heißt, wir haben ganz viel IT-Geschäft gemacht, ganz klassisches IT-Geschäft. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben uns zertifizieren lassen mit so einem Standard-Wirtschaftsprüfer, CISA heißt der. Dann kannst du quasi Unternehmen prüfen, das interne Kontrollsystem, also alles, was so bankenrelevant ist und solche Dinge. Hat dann auch kein Geld gebracht. Und so geht das dann halt immer weiter. Viel rumprobiert. Genau, du musst dann halt immer eine Vision nach der anderen verfolgen und dann irgendwann weißt du, okay, die bringt so viel, das bringt so viel. Und heute weiß ich, jede wäre erfolgreich geworden, wenn ich quasi hier und da ein paar Stellschrauben vielleicht anders gedreht hätte. Aber Cloud war dann einfach das Ding, was am Ende gezogen hat. Du sagst ja, es ist ja IT-Bereich gewesen. Du hast ja gesagt, du bist nicht der Programmierer gewesen. Also du bist grundsätzlich, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, du hast einen gewissen Ansatz, du hast ein gewisses Verständnis, auch in der betriebswirtschaftlichen Perspektive höchstwahrscheinlich. Aber du hast gerade etwas erwähnt, man muss ja, um zum Beispiel jetzt ein IT-Unternehmen zu gründen, nicht unbedingt ein Programmierer sein. Du hast ja, bist ja ein rot-blauer Mensch, das haben wir gestern festgestellt, ziemlich stark rot-blau. Du kannst sehr gut führen, du kannst sehr gut das Zepter in die Hand nehmen. Das muss man definitiv sagen. Du bist ein Top-Geschäftsführer. Und da ist ja wichtig, einfach die richtigen Leute zu finden, die richtigen Partner zu finden. Was wäre da so ein Tipp oder worauf hast du mal geachtet bei der Zusammenarbeit mit den richtigen Menschen? Oder vor allem, wenn du so ein großes Projekt starten möchtest. Das ist sehr vielschichtig. Drei Dinge, auf die es ankommt. Ja, also der erste Punkt war immer die zwischenmenschliche Komponente. Also das war mir sehr wichtig, dass derjenige, welche halt mit mir persönlich matcht. Und ja, zweite war natürlich Erfahrung, Know-how und auch visionär sein. Also ich habe schon immer geschaut, trauen sich die Menschen das auch selber zu. Das heißt, ich habe nicht eingestellt und gesagt, ich brauche, ich brauche jemanden für einen Assistenzjob oder sowas, sondern ich habe zum Beispiel meine letzte, die Marleen, Namen darf man glaube ich sagen. Absolut. Die war bei uns und ich habe gesagt, hey, leite doch das Backoffice, also geh in eine leitende Funktion, auch wenn es noch gar nichts zu leiten gab, weißt du so, aber die einfach die Menschen halt weiterentwickeln. Also ruhig auch klein anfangen, Leute aufbauen, wenn es passt. Oder halt einfach natürlich die es können, finden. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört und der stimmt halt leider auch. Es gibt halt nur mal A-People, B-People und C-People. Und egal wo auf der Welt du einen A-People siehst oder triffst oder kennenlernst, stell ihn halt ein. Also die mach's einfach. Ist mir selbst, glaube ich, höchstens ein- oder zweimal gegönnt gewesen. Heiko wäre so jemand gewesen, habe ich aber nicht eingestellt, aber der hat dann für mich gearbeitet zumindest. Aber das ist einfach sehr selten und da sollte man wirklich jede Chance nutzen. Das sind ja wahrscheinlich auch die Mitarbeiter, die einfach mehr Geld kosten, wo man einfach wirklich mehr Geld investieren muss. Wenn man sich das jetzt mal so ausrechnet, was glaubst du, lohnt es sich mehr, einen Menschen, der bereits diese Fähigkeiten hat, anzustellen oder Menschen, die das Potenzial dazu haben, zu fordern und zu fördern, dass er in diese Rolle reinwächst? Oder direkt von Anfang an einfach das Geld in die Hand nehmen und die Person einstellen, die es drauf hat? Gut, auch das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders als früher, als ich operativ auch Geschäftsführer war und die Leute ausgebildet habe quasi oder unterstützt habe. Heute als Investor oder wenn ich halt mit dir zum Beispiel rede oder sowas, würde ich anders agieren. Wenn ein Projekt am Anfang ist und ich habe eine Vision und es gibt jemanden, der kann es bereits, würde ich ihn einstellen. In der Regel ist es aber gerade bei kleinen Unternehmen auch ein finanzielles Thema. Aber ich würde heute immer jemanden, der es kann, einstellen. Ich würde es nicht mehr aufbauen. Das ist aber auch eine Frage, wie man als Investor denkt. Als Investor denkst du halt auch ganz oft eher kurzfristig, also über einen Horizont, was weiß ich, 3 bis 5 Jahre max. Und dann möchtest du eigentlich auch, dass das Baby rennt. Also eigentlich bin ich sogar wesentlich ungeduldiger, aber ich wollte jetzt nicht ganz so unfair werden. Das heißt, da ist einfach die Zeit, jemanden aufzubauen, auch gar nicht unbedingt da. Also jetzt jemanden zu nehmen, der es halt noch nicht kann und du musst 3 Jahre investieren. Also erstens habe ich da keine Lust mehr zu, keine Zeit mehr zu. Das müsste schon irgendwie eine herausragende Persönlichkeit sein, dass ich Bock hätte, den jetzt nochmal zu coachen. Ich habe es gemacht, habe meinen Soll erfüllt quasi. Und aber ich würde heute aus meiner jetzigen Position einstellen, weil es einfacher ist. Und ich kann ihn kontrollieren, also beziehungsweise unterstützen. Kontrollieren ist immer so ein hartes Wort. Ja. Aber ja, um die Frage konkret zu beantworten, heute würde ich bei der Vision mir direkt jemanden suchen, der es kann.
bist ja auch noch relativ jung, aber du hast ja auch sehr jung, sehr jung begonnen, eigentlich ja so wie wir. Das ist der halb so alt ist, weißt du? ich fange ja gerade erst an. Aber wann hast du konkret angefangen mit der Selbstständigkeit und wie lange hat es gedauert, bis du deine erste Million hattest oder bis du Millionär wurdest? Nicht unbedingt Cash, sondern jetzt von allgemeinem Net Worth her. Oh, das hat lange gedauert. Vom Net Worth her? Nee, das ging schneller. Wann habe ich mich selbstständig gemacht? Die erste Einzelunternehmung habe ich gegründet, da war ich 22. Mhm. Das war mein erstes richtiges Business mit irgendwie auch Umsätzen, sechsstellige Umsätze. Mhm. Wie lange das jetzt gedauert hat, bis ich irgendwann im Network siebenstellig war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich würde tippen 2010, 2011 oder sowas. Wie alt warst du da? Ja, so 30, ja. Ja, ich glaube so, als mein Sohn geboren worden ist, da war ich 30, mir ging es einfach immer gut. So. Also selbst wenn du schon sechsstellig im Jahr machst, geht es dir gut. Aber ich habe mir auch immer, wir hatten es ja gestern schon, ich habe mir ja kein Gehalt gezahlt, sondern ich hatte ja auch einen Geschäftspartner noch zu dem Zeitpunkt. Stimmt, nee, dann war ich noch nicht siebenstellig. Aber ich habe immer, zumindest nicht vom Unternehmen, ich habe immer mir das Geld rausgenommen. Wir hatten eine GmbH und Co. KG, im Nachhinein der größte Fehler ever. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war es quasi richtig. Und dann konnten wir uns einfach auch mal Geld nehmen, wenn wir es gebraucht haben. Und fairerweise habe ich meinen Lebensstandard auch echt nicht hochgeschraubt. Also es ging ja um Vermögensaufbau und um Leben und nicht darum, eine Million Cash auf dem Konto zu haben oder sowas. Also die habe ich heute auch nicht. Weißt du, also auch keine Million Cash auf dem Konto mehr. Also das ist, gut, das wäre jetzt auch nicht Net Worth, aber ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Aber irgendwo in den 30ern. Mhm. Spätestens mit 39. Spätestens dann. Ja. Wenn du mal den Weg so ein bisschen zurückgehst, was wären so die Faktoren gewesen, die man hätte, ja, oder die Wege, die man hätte einschlagen können, damit es schneller oder effizienter oder besser geworden wäre? Welche Dinge hättest du unternehmen müssen, damit du einfach vielleicht noch schneller erfolgreicher geworden bist? Gibt es so gewisse Dinge oder sagst du, der Weg, den du bereits hattest, war relativ konstant, solide, ich hatte auf dem Weg keine Fehler? Wir hatten ja gestern das Gespräch, da hast du ja eine Fehlinvestition gehabt von knapp 1 Million, die du verbraten hast. Vielleicht kannst du auch was dazu erzählen. Dabei war ja auch im Endeffekt so ein kleiner Rückschlag. Was wären so die Dinge gewesen, auf die du mehr Acht gegeben hättest, um vielleicht noch schneller an das Ziel zu kommen? Wie ich eben sagte, mehr Talente einstellen. Mhm. Also früher darauf achten. Ich habe das erst mit irgendwie in den 30ern oder so überhaupt mitgekriegt. Da hat mir die Erfahrung gefehlt. Das heißt, heute würde ich viel früher Talente einstellen. Mhm. Möglichst auf Verbindlichkeiten versuchen zu verzichten oder sie so groß machen, dass der Hebel da ist. Also das heißt, Fremdkapital von Banken oder solche Sachen eben entweder eine große Dimension bringen, aber nicht wegen 100.000 oder sowas. Keine Autos finanzieren? Autos im Betriebsumfeld ist das mittlerweile ja durchaus, also Autos sind eigentlich extrem uninteressant. Also die Kosten, ja, aber die großen Kosten sind Personal. Also Autos spielen da ehrlich gesagt eine untergeordnete Rolle. Also wer sich Autos nicht leisten kann im Unternehmen, wenn es ein bisschen größer ist, dann schon, der sollte es vielleicht lassen. Also das sollte schon drin sein. Also du kriegst super gute Leasingraten. Wie viele Geschäftsführer kennst du, die sich da, oder wie viele, vor allem junge Menschen kennst du, die sich dann einfach mal so eine fette Butze oder so einen Sportwagen mit dem Geld, was sie nicht haben, finanzieren? Und da kenne ich Gott sei Dank keinen mehr von. Aber ja? Das ist jetzt wahrscheinlich unsere Generation mehr. Aber ja, natürlich. Also du, ganz ehrlich, da war ich ja nicht für 5 Pfennig besser. Also deswegen sage ich ja, ich würde es halt anders machen. Also heute würde ich halt hergehen, mein Gott, du kriegst hier irgendwelche Hybrid-Autos hinterhergeworfen für 100 Euro im Monat. Mhm. Und das heißt, du bist mobil und hast keine Kosten. Das ist... Oder du brauchst es halt vom Business her, ne? Handwerker etc. Mhm.
Aber heute würde ich einfach sagen, komm, hör auf, scheiß auf Status, hol dir irgendwas. Und ich als Unternehmer habe sehr viel im Auto gesessen, fairerweise, und wollte immer etwas haben, weil das quasi mein zweites Büro war so und viel Lebenszeit drin verbracht. Deswegen muss das immer geil sein. Aber Was für Autos hattest du bis jetzt alles? Gar nicht so. Also ich habe mir damals, als da rauskam, als die Amis quasi kamen, einen Dodge Challenger gekauft. Da weiß ich noch sehr genau, weil da habe ich mit meinem Vater drüber gesprochen und gesagt, oh, geht das, kann ich? Er sagte, mach das doch einfach. Ja, war auch gar nicht teuer oder so, hat irgendwie 50.000, 60.000 gekostet. Aber es war einfach, es wusste ja keiner und dadurch war es halt irgendwie so nicht definierbar. 500 PS, und ich habe 430 PS oder sowas. Und war halt einfach ein Exot. Dann ging es weiter, Camaros und so. Also ich war sehr amerikanisch. Mein Vater fährt heute noch Corvette. Also das heißt, wir sind schon sehr Ami-lastig gewesen. Und dann Audi R8. Kennst du ja auch. Und dann, aber nie Ferrari, Lambo oder so. Jetzt fahre ich Porsche. Aber das sind ja auch so Dinge, die man sich gönnt, weil man sich das verdient hat. Siehst du das auch so, dass man sich das wirklich... Nein, für mich ist Porsche das erste, oder der R8 war das erste Auto, wo ich gesagt habe, das fahre ich umsonst. Das fährst du umsonst? Korrekt. Also ich werde immer versuchen, Autos mit möglichst wenig Verlust zu fahren. Ja. Und ab einer gewissen Range, wenn du bestimmte Sondermodelle fährst oder sie einfach super günstig schießen kannst, dann machst du halt keinen Verlust. Dann fährst du das Auto kostenfrei. Klar, du hast Versicherung, Steuer und Service, aber... Ich meine damit vielmehr so, dass du im Endeffekt nicht dass du dir nur solche Autos zulegst, wenn du auch die Möglichkeiten dazu hast. Dass du jetzt nicht unbedingt, wenn du 50 auf dem Konto hast, dir für 150 einen Audi R8 finanzierst. In dem Sinne. Ja, stimmt, das machen Leute, ne? Das machen viele Leute, ja. Nein, das ist natürlich klar. Also so Luxusgüter wie zum Beispiel jetzt, du trägst eine Rolex, dass man sich das wirklich nur dann gönnt, wenn man gewisse Erfolge erzielt hat. Gab es bei dir, gerade so im jungen Alter, möchte man ja auch gerne Status haben. Das hattest du sicherlich auch am Anfang. Konntest du dich da so ein bisschen zurückhalten und sagen, ich warte jetzt wirklich nochmal, bis ich vielleicht 100.000 mehr gemacht habe, bevor ich mir jetzt so eine Rolex kaufe? Du hast ja auch höchstwahrscheinlich mehrere. Siehst du das als Investition? Oder wie hast du dabei gedacht, als du dir wirklich mal was gegönnt hast? Ich habe von Lukas mal gehört, du sagtest mal, Autos, die bis 200.000 gehen, kann man kaufen wie T-Shirts. Mittlerweile. Das habe ich gesagt. nein, das habe ich bestimmt nicht gesagt. Aber theoretisch geht das, ja. Also weil du einfach nichts kaputt machst. Ja. Achtest du schon drauf? Absolut, absolut. Also ich habe auch die Rolex, also die jetzt hier, das ist eine Edelstahl, also eine ziemlich simple Datejust, also eigentlich, glaube ich, sogar die günstigste, die du kaufen kannst. Aber ich wollte halt immer mal eine haben und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt halt zu Wempel nach Hamburg und kaufe mir eine Rolex und guckte die mich an und sagt, gibt's nicht. Ne? Mich hat das halt nicht interessiert und dann habe ich aber nach 3 Monaten oder so habe ich dann halt eine gekriegt, also sehr schnell halt dann eben die. Und dann habe ich auch erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Heute würde ich sie mir fairerweise nicht mehr kaufen, heute würde ich mir ein anderes Modell kaufen, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber dann mache ich jetzt auch nichts kaputt mit. Ich gebe Geld nur aus für mein Leben. Also, oder nicht für mein Leben, für das Leben meiner Familie. Das heißt, wir gönnen uns schon ganz gut. Und das ist halt wichtig. Also wir wohnen zu Hause, wir sind da glücklich und so, aber dieses, was du sagst, das existiert für mich gar nicht. Also 50.000, 150.000, das existiert alles nicht. Also ja. Die Frage schon vergessen, glaube ich. Du hast ja deine Firma verkauft. Du sagtest ja auch, du hast ja niemanden verkauft, bei dem du wusstest, dass sie es nochmal das 10-fache skalieren könnten. Und es einfach für dich in dem Moment gereicht hat. Du hättest es natürlich auch weiter ausbilden können. Was glaubst du, gibt es so einen Moment, wo man tatsächlich dann so einen Exit machen kann, es verkauft, vielleicht dann erstmal sich zur Ruhe setzt, später neue operative Projekte geht oder es versucht durchzuballern wie ein Jeff Bezos, dass du am Ende auf der Forbes-Liste bist, dass du wirklich das Unternehmen so hoch skalierst, bis du selber sagen kannst, es ist das Potenzial, das geht nicht mehr höher, dass du einfach eine gewisse Grenze erreicht hast. Ich glaube, bei deinem Unternehmen zum Beispiel, was du jetzt verkauft hast,
Gab es da noch ein Potenzial, was du mehr rausschöpfen hättest können? Na klar. Und warum konkret hast du es denn selber nicht weitergeführt, sondern verkauft? Was sind da die Gründe gewesen? Naja, also zum einen hast du beim Unternehmen immer ein Risiko. Mhm. Also das ist nun mal immer da. Mhm. Das Risiko trägst du immer allein. So, das will ja immer keiner hören, aber am Ende ist das so. Und ich hatte von meinen Eltern quasi auch Immobilien bekommen und so weiter. Also ich habe also auch Vermögen von meinen Eltern erhalten. Mhm. Dann wusste ich einfach, okay, ich gucke einfach mal, was könnte ich für die Firma denn überhaupt erhalten. Mhm. Das habe ich durch einen Freund, damals war es auch kein Freund, durch einen Tipp quasi gekriegt und habe dann quasi das Unternehmen ja verkauft an einen ganz bestimmten Menschen. Das heißt, die Konstellation hat bei mir auch zu 100% gepasst. Okay. Also genauso, wie ich es mir hätte wünschen wollen, für alle Mitarbeiter und perfekt. Nur um diesen Verkauf einmal darzustellen. Mhm. Skalierung von Unternehmen geht aus meiner Sicht immer. Also wenn das nicht gehen würde, wird es kein Amazon geben. Also nimm die Zalando-Geschichte, zu groß zu verkaufen oder so, also zu schnell zu groß geworden. Also das geht immer. Also du kannst immer skalieren. Die Frage ist doch für jeden individuell, was brauchst du im Leben? So, und ich habe ich habe ein Haus, was aus meiner Sicht auch ordentlich ist. So, und das reicht halt. Ich sitze auf meiner Terrasse, ich habe hinter meiner Terrasse eine Koppel, da sind Tiere drauf und so. Das ist einfach schön. Ich kann in Urlaub fahren und ganz ehrlich, wenn du 5 Tage irgendwo hinfliegst und du gibst dann 10.000 Euro aus, was brauchst du denn? Selbst wenn es 20 kostet, also mehr brauchst du doch nicht. Und das ist, wenn man das alles mal so zurückrechnet oder einfach mal hochrechnet auf den Rest seines Lebens, und vielleicht auch noch auf sein Kind oder auf andere Dinge, dann stellst du doch fest, das ist ja doch erreichbar und auch möglich. Und dafür brauchst du keine hunderten Millionen. Wir hatten es gestern. Ne? Wenn du 9-stellig oder sowas, dann kriegst du es halt nicht mehr kaputt. Ja, aber wozu? Und ich hab genug Bekannte, Kumpels, die sagen, ich höre erst auf, wenn ich ein Privatjet habe oder sowas. Ne? Oder solche Dinge. Die kaufen sich dann für 2,5 Millionen auf dem Hamburger Hügel oder für 5 Millionen auf dem Hamburger Hügel auf Mallorca halt ein Haus. Mhm. Das brauche ich halt nicht. Das gibt mir nichts. Mhm. Und das ist aber auch ein Segen, fairerweise. Weil dadurch verlierst du Druck. Dass ich jetzt trotzdem wieder arbeite, hat andere Gründe. Aber du kannst jedes Unternehmen skalieren. Und zwar aus meiner Sicht beliebig groß. Okay, was machst du jetzt so? Nach dem Verkauf des Unternehmens? Wie sieht so ein bisschen dein Tagesablauf aus? Womit beschäftigt? Du machst ja nichts. Ja, also ich habe ein halbes Jahr da gesessen und ich muss kurz die Geschichte dazu erzählen. Ich habe aufgehört und habe gesagt, ich mache nichts mehr. Wurde natürlich gefragt, ob ich Dinge tun kann. Und habe dann gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und ich hatte letztes Jahr ja schon angefangen zu traden. Und das war so, weil ich als Kind traden wollte und habe mich halt anders entwickelt, aber das war einfach so in meinem Kopf drin. Mhm. Ich bin mathematisch, ich bin logisch, das war halt meins. Und habe aber nie die Zeit mir genommen, das auch wirklich dann professionell zu machen. Und dann saß ich so ein halbes Jahr zu Hause und hatte gedacht, jetzt hast du ja Zeit mit deiner Familie. Und ich habe ja einen Sohn und der geht jetzt zur Schule. Und ich saß jetzt quasi morgens, bin aufgestanden, saß um 7 auf Terrasse und saß halt um 11 immer noch da und irgendwie war keiner da, weißt du so. Und dann habe ich gesagt, ich muss wieder, das waren sogar nur 3 Monate, und so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, so die Rente, weißt du, das Retirement, weißt du so, sondern nein, dann doch jetzt wieder richtig Gas geben. Und dann habe ich jetzt die Swampco gegründet, Conny der Geschäftsführer, und die tradet, eine Firma ist es halt, weil in Deutschland traden ab gewissen Größenordnungen halt privat nicht so ohne weiteres möglich ist. Und ja, und das Gleiche machen wir jetzt nochmal am Ende des Jahres mit dem Stefan. Und da werden wahrscheinlich auch noch ein paar folgen. Und mit denen gründe ich halt Firmen und dann traden wir da Futures. Mhm. Und das heißt, ich wollte eigentlich erst alleine selber traden. Dann kommt aber ja irgendwann auch wieder dieser Unternehmer durch und dann sagt,
ja, machst du selber. Das ist dann so meine Risikoabsicherung, weil ich sage immer, traden, wenn man es richtig gut beherrscht, ist das wie eine Gelddruckmaschine. Das heißt, inflationssicher, währungssicher, spielt halt überhaupt keine Rolle. Das heißt, du kannst immer Geld machen. Und der nächste Witz dabei ist, viele denken ja beim Traden immer daran, oh, Millionen, Millionen, Millionen. Wenn du jetzt überlegst, für wie viel die arbeiten gehen, also selbst wenn die für 15.000 im Monat arbeiten gehen oder so und also einen recht guten Job haben in Deutschland, ist das halt mit Traden, mit einem recht einfachen Einsatz, halt realistisch ohne Probleme möglich, das zu erreichen. Und zwar innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Und ohne Studium, ohne diese ganzen Sachen. Einfach nur, indem man die Tralgo-Ausbildung macht. Stefan ist bei der Tralgo, Conny ist bei der Tralgo, ja, du bist bei der Tralgo. Ja. Das bedeutet, ihr seid gerade Kunden bei uns, lasst euch ausbilden. Das Ziel ist es im Endeffekt von dir, oder das machst du ja jetzt gerade schon, du gründest ein Unternehmen mit den Tradern, da kommt die Führungspersönlichkeit durch, du stellst einfach Leute ein, die genau also das machen, was du auch machst und kapitalisierst die Firma mit deinen Mitteln und möchtest selber auch einfach dann jetzt in dieser Trading-Branche Fuß fassen. Genau. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, warum? Weil im Trading geht es ja eigentlich nur um eine Sache. Und da braucht sich auch keiner was vorlügen. Jeder Mensch, der traden möchte, es geht nur ums Geld. Es geht ums Geld. Und du müsstest nicht mehr arbeiten bis zum Rest deines Lebens. Du wirst wahrscheinlich auch dein Kind nicht mehr bis zum Rest des Lebens. Das kommt darauf an, wie ich ausgebe, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber nehmen wir mal eine humane Ausgabe von 10.000 im Monat oder so. da wärst du ja immer noch gut bedient. Warum traden? Also was genau fixt dich dann an diesem Trading an? Also der Hauptgrund, hatte ich eben erwähnt, ist für mich Absicherung. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch, glaube ich, ziemlich allein, weil ich glaube nicht an, an Assets über eine unendliche Zeit. Das heißt, ich habe natürlich Immobilien etc. Und es gibt immer wieder Momente, wir sehen es gerade, Ukraine etc. Du weißt es einfach nicht. Und das heißt, alle meine Assets können morgen weg sein und der Weg, also auch Cash, alles, das können alles entwertet werden und so weiter. Und natürlich könnte ich immer wieder Unternehmen aufbauen. Das ist doch recht aufwendig. Und da bin ich ehrlich gesagt irgendwann geschenkt und habe gesagt, nee, ich werde egoistisch. Mhm. Ich denke an mich, ich denke an meine Familie und ich überlege mir, was gibt es eigentlich für Methoden oder für Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne quasi eine Abhängigkeit von irgendjemandem. So, und jetzt könnte man ja sagen, ja, bist du abhängig von der Börse, das ist aber im Grunde alles Quatsch, weil am Ende ist die Börse ein Rewe-Markt. Ja. Da kriegst du ja alles. Sehr gut formuliert. Ja, und es gibt einfach halt ja auch etliche Exchanges. Es gibt ja nicht nur, wie wir jetzt die Future-Markt traden. Wir können ja auch mit recht wenig Aufwand quasi einfach das Gut, was wir handeln, einfach ändern. Richtig. Klar, nicht ohne weiteres, aber es geht ja, weil du musst ja verstehen, wie der Markt funktioniert etc. Mhm. Aber das kriegst du hin. Dementsprechend war Trading für mich etwas, womit ich natürlich Geld verdienen werde, wieder investieren werde, um weiter abzusichern etc. pp. Aber der Hauptgrund ist für mich eine innere Sicherheit, dass ich einfach weiß, okay, ich kann für den Rest meines Lebens einfach Geld drucken, wenn ich es brauchen sollte. Und ich muss natürlich am Ball bleiben, das heißt, ich werde automatisch Geld drucken, weil ich muss ja irgendwie operativ drin bleiben. Und das kam eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Also es war nicht ein Gedanke, warum ich damit angefangen habe, sondern der Gedanke, warum ich angefangen habe, war halt einfach, ich habe Bock drauf. Aber es ist nicht der Geldgedanke. Bei mir sind es halt die Ticks. Das wissen jetzt vielleicht nicht alle, aber im Grunde genommen, ich zähle den Markt, ich zähle halt Erfolg in Ticks. Weil das Geld kann ich dann mit dem Erfolg quasi einfach stumpf, super simpel skalieren. Das ist ja das, was die meisten Trader nicht verstehen. Sie schauen immer auf den Geldbetrag, lassen sich davon manipulieren, gehen einfach zu früh oder zu spät der Entscheidung ein, bereuen es dann später und du machst es rein rational und zählst im Endeffekt am Ende des Monats, wie viele Ticks du verdient hast. Genau. Und später, wenn du halt kontinuierlich Monat für Monat gute Ticks verdient hast, skalierst du einfach die Kontrakte hoch und verdienst dann dementsprechend mal das Doppelte mehr. Ticks sind ja immer die gleichen, nur die Skalierung kommt dann später mit dazu. Aber das muss man vielleicht auch mal erklären, also was das bedeutet. Also weil wenn du einen Tick machst und ein Tick sind $10. Das ist, bei mir auch so. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Burberry gehe, mir einen Polam für 400 Euro kaufe, dann überlege ich, wie viele Ticks sind das im Nasdaq, mit wie vielen Kontrakten muss ich jetzt einen Trade machen. Wenn das okay ist,
wenn es realistisch ist, wenn es in meiner Möglichkeit steht, dann ja. Also bei mir ist das wirklich so krass verankert, wirklich. Das ist unglaublich. Ja, du bist aber auch ein Ausnahmetalent, fairerweise. Also, das ist ja wieder das, was wir gestern, Disziplin, ist einfach. Einfach nein, lang, du bist schon lang genug ein durchgehen. Großes Talent. Komm, bist du. Was ist denn dein Ziel jetzt zum Beispiel mit Konrad oder mit Stefan? Ist ja eine richtige Firma, die ihr gegründet habt. Und ist es jetzt wirklich auch nur so ein kleines Private Equity für euch, was ihr dann verwaltet? Also im Endeffekt Renditen erzielt, euch selber absichert. Was, wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast und sie einfach nur liegen lässt, nach, was sind das, 30 Jahre oder so, ist das Geld halbiert, wenn nicht sogar noch mehr. Es muss ja zum Arbeiten kommen, dieses Geld. Mhm. Du sagst ja bereits, du hast ja auch in Assets investiert, Immobilien. Welche Rolle spielt da denn dieses Unternehmen, was du jetzt gegründet hast? Was möchtest du damit erreichen? Im Grunde, ja, das ist ehrlich gesagt eine sehr schlechte Motivation, aber im Grunde genommen ist das mein Hobby. Also, okay. Was ich erreichen will, ist, also jedes dieser Unternehmen soll im Jahr 2,4 Millionen Umsatz machen. Also wir haben natürlich klare Pläne und das sollten die auch erreichen können. Und je nachdem, wie die Anteile verteilt sind, partizipiere ich davon einfach. Also im Grunde genommen ist das ein passiver Einkommensstrom. Mhm. Weil ich die Investitionen in die Unternehmen, also was du gerade sagtest, du gibst ja das Geld rein, damit die dann damit arbeiten können. Da war ich am Anfang, haben wir uns ja früher schon drüber unterhalten, anders, da fehlte mir einfach Wissen. Heute weiß ich, dass die finanziellen Mittel, die diese Unternehmen brauchen, gar nicht so groß sind. Und das, also aus meiner Welt nicht so groß, fairerweise. Aber doch, die sollen natürlich 2,4 Millionen, das ist das große Ziel, wenn du so willst, pro Jahr Umsatz machen. Mhm. Und davon sollen die damit machen, quasi ihr Leben unterhalten können. Ich ziehe nichts aus den Unternehmen raus, sondern für mich sind es dann einfach weitere Assets und halt Vermögensaufbau. Am Ende des Weges steigt deine Bonität wieder überall. Und du hast ja auch, wir hatten es gestern von dem neuen Porsche, den ich ja leider nicht gekriegt habe. Es gibt also auch einfach Träume oder, was heißt Träume, also auch noch kapitalistische Themen, die vielleicht nicht wichtig sind, aber halt, die man sich nur gönnt, du hast es mit deinem Polo erzählt, die man sich einfach nur gönnt, wenn man das Geld jetzt einfach on top verdient. Das heißt, ich würde mir jetzt kein Auto kaufen, ein Ferrari oder irgendwas, der, was weiß ich, also, oder Lamborghini Urus ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil der hat ja Wertverlust, glaube ich. Die würde ich mir nur kaufen, wenn die Kohle durch Zufall irgendwo herkommt. Also, wenn man es dir schenkt würde, würdest du es annehmen. Ja gut, den Deal habe ich ja auch noch. Aber nicht mit der Treibe, das ist ein anderes Unternehmen. Ja, echt wirklich. Ja. Solche Deals hast du. Cool, ja. Ja, spannend. Also soll Trading jetzt wirklich wesentlicher Bestandteil der nächsten 15 Jahre sein? Genau. Also ich weiß, klingt unglaublich, aber ja. Mhm. Doch. Und ich freue mich da auch drauf. Ja. Ja, also das Verstehe. Ist, und ich mag das auch. Du hast von meiner Alltagsroutine angesprochen. Ja, genau. 6 Uhr aufstehen. Ja, liebe ich. Ich brauche Organisation. Dann frühstücken, Sport. Und dann habe ich so ein bisschen Freizeit, so zwischen 11 und 1 oder sowas. Ja, so bis 2 manchmal. Meistens bin ich dann aber da, Kosmetik, solche Sachen. Oder beim Zahnarzt oder was weiß ich wo. Und dann aller spätestens 14 Uhr werde ich dann gebrieft, wie quasi der Markt ist heute, also wie er Intraday gestartet hat und sowas. Verifiziert das dann alles nochmal, wo Volumencluster sind, also wo hört man Analyse etc. Genau, Analyse. Konrad analysiert das quasi alles und gibt mir dann das Feedback, News etc. pp. Und dann meistens halt noch vor dem Cash Open dann an Markt. Oft hast du ja auch News um 14:30 Uhr. Deswegen auch um 14 Uhr Start, dass wir auch News um 14:30 Uhr mitnehmen. Und dann ja bis 18, 19 Uhr und dann 19 Uhr ist dann Feierabend. Hab mich ein bisschen geärgert, ich hätte es gerne anders gehabt, aber das ist jetzt mein Tag, weil mein Sohn natürlich nachmittags aus der Schule kommt und dann zu Hause ist. Aber gut. Da wäre eine Dubai-Routine ja geil, ne? Um 17.30 Uhr geht die Nachmittagssession los. Ja. Davor kannst du mit der Familie Zeit verbringen. Stimmt, ja. Das wäre wär ein bisschen besser, ja. 2 letzte Fragen. Ja. Welche Rolle spielt Familie für dich?
Genau, die erste Frage, die kannst du ja schon mal beantworten. Jetzt Familie, Frau und Kind oder generell? Familie, Frau und Kind. Okay, Frau und Kind. Deine persönliche Familie. Alles. Mhm. Also ich würde sofort alles abgeben. Alles. Und in eine 40 Quadratmeter Wohnung irgendwo im Nirvana ziehen, mhm, für meine Familie. Und sagt ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Wieso hat das völlig für dich eine Rolle gespielt? Ja, ohne meine Frau wäre ich, ja, ich schwöre das, ich wäre gar nichts. Nichts. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Ich wäre ein kapitalistisches Riesenarschloch. Okay. Also hat sie dich so am Boden gehalten? Die hat mich nicht nur am Boden gehalten, die hat mich einfach zum besseren Menschen gemacht. Ich habe gelernt, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, und zwar auf ehrliche Art und Weise. Nicht dieses ganze Gesabbel und dieses ganze, du hast ja auch schon gemerkt, ich bin ja recht offen, transparent, ehrlich. Mhm. Das hat ja einen Grund. Der Grund ist halt, dass ich halt, klingt es wieder ein bisschen komisch, aber ich bin ja nicht auf dich angewiesen. Mhm. Ich will nichts von dir im Sinne von Business oder sonst irgendwas. Da muss man eins sagen, warum du überhaupt hier bist. Du bist ja wirklich nur hergeflogen für 2 Tage, ja, um uns deine Wertschätzung auszusprechen. Das genau. Korrekt. Ja, man darf halt nicht vergessen, ihr seid alles junge Menschen und so einen Move zu machen, völlig egal wie erfolgreich du bist, das spielt alles gar keine Rolle. Du musst das alles vom Kopf her auch machen. Du bist, da sind so viele Risiken drin, so viel. Wir haben auch über Steuer, wir haben über Außensteuergesetz. Ich meine, frag irgendeinen 23-Jährigen, was das ASTG ist. Das werden sie jetzt vielleicht googeln, aber die, weißt du, das kennt alles keiner in deinem Alter. Und das, das alles zu können, zu machen und das und auch die Leute, dass die ganzen Mitarbeiter, Freunde, die mitgekommen sind. Natascha zum Beispiel, das ist. Ich empfinde das als Wahnsinn und ich muss das einfach irgendwie wertschätzen und kundtun, weil ich das extrem wichtig finde, dass Leute motiviert werden, dass Leute wissen, hey, das geht alles in eklige Richtung. Auch wenn es mal nicht erfolgreich ist, ist doch scheißegal, ich stehe ja wieder auf, mach weiter. Weißt du, es geht nicht ums fucking Geld, sondern es geht genau um diesen Mindset. Und du wirst halt nie wieder... Selbst wenn du mal broke bist, stehst du halt wieder auf und bist ein halbes Jahr später wieder online. Weißt du, das ist, weil du weißt, okay, hey, es gibt da eine Chance, eine Idee, du hast es halt erlebt, mittlerweile natürlich auch, und dann läuft es. Und das wollte ich halt einfach persönlich vor Ort kundtun, mir das Büro anschauen. Mit 3 sehr guten Champagnerflaschen, die du mitgebracht hast, aus Deutschland. Ja, das war ja eigentlich, ich hatte ja versprochen, dass ich zur Eröffnung einer Firma bringe ich Champagner mit. Was war das für ein Champagner? Das war der Champagner, den ich kennengelernt habe, als ich meine Firma verkauft habe. Der Ruinard Rosé. Mhm. Den hat der Notar damals gebracht und seitdem ist das mein Lieblingschampagner. Hat eine sehr emotionale Bedeutung für mich. Hat auch gut geschmeckt. Letzte Frage, Sven. Ja. Was würdest du dem Zuschauer mit auf den Weg geben, wenn er jetzt vielleicht auch nicht tradet, aber wenn er Trader ist, wenn er gerade tradet, wenn er gerade am Anfang ist, wenn er relativ jung ist, starten möchte, wenn er gerade in der absoluten Verzweiflung ist, absolut broke ist, weiß nicht mehr, was er mit seinem Leben anfangen soll, oder aber auch, wenn ein Mensch einfach in seiner Komfortzone ist, eigentlich alles hat, was er braucht, aber den Weg in die Selbstständigkeit nicht schafft aufgrund seiner Komfortzone. Was würdest du all diesen Menschen, die gerade zuschauen, raten? Was wären so deine letzten Tipps für die Menschen, wenn du denen jetzt nochmal was mitgeben würdest? Also hätte ich 2. Der eine Tipp ist im Grunde keep going. Egal wie broke du bist, egal was ist, mach weiter. Also auch wenn du broke bist, du kannst YouTube-Videos schauen, du kannst, also selbst wenn du das Geld für Atlas nicht hast oder sonst irgendwas, also du kannst einfach gewisse Dinge machen, du kannst ja, mehr arbeiten, um Geld zu verdienen, um es dann zu haben, oder auch? Ja, aber auch wenn du keinen Job hast gerade oder sonst irgendwas, du kannst dich permanent fortbilden. Du musst nicht für Coachings viel Geld ausgeben, das macht es natürlich effektiver, aber du kannst das auch alles erreichen ohne. Es gibt Bücher, klar, ist irgendwie so ein Fremdwort heute, aber es gibt Bücher, da sind Informationen drin. Die sind nicht immer alle richtig. Aber ist doch scheißegal, es geht um Pareto, na, okay. Und du musst halt sehen, du nimmst die Informationen und es werden einfach nicht alle falsch sein. Das ist ja der Punkt. Es ist nicht der effektivste Weg, aber ich würde jedem, der möchte, einfach empfehlen, keep going, informier dich, Google, so einfach heutzutage, ehrlich gesagt. Der zweite Tipp war, wenn du aus meiner Sicht die Bodenhaftung verloren hast, weil du einfach genug hast oder wie auch immer und in deiner Komfortzone gefangen bist, das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber überleg dir immer mal, was wäre, wenn dein Leben nicht so gut wäre, wie es jetzt ist? Und zwar immer in Richtung, also nie in Richtung Geld, immer in Richtung Gesundheit.
vielleicht, also ganz krasse Beispiele, ich will es mir gar nicht vorstellen, aber so ganz krasse Beispiele, deiner Frau geht es schlecht oder deine Ehe bricht auseinander, kümmerst du dich genug um deine Frau, hast du genug Respekt vor deiner Frau, hast du Wertschätzung, also denk einfach über die wichtigen Dinge nach und überleg dir, ob du die alle machst, dann bleib wegen mir in deiner Komfortzone, aber wenn du davon irgendwas verlieren könntest, weil du in deiner Komfortzone bist, weil du im Hamsterrad bist oder sonst irgendwas, dann geh da raus, weil du wirst es verlieren. Vielleicht nicht jetzt, aber in 5 Jahren. Und das ist etwas, das sollte sich meiner Meinung nach jeder zu Herzen nehmen. Und das ist zum Beispiel ein Tipp von meiner Frau. Und den habe ich immer beherzigt und hat funktioniert. Sehr schön. Gut. Ja. Sven, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Lasst doch einfach mal ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Ob ihr vielleicht sogar ein paar zwei mit Sven hören möchtet, weil Sven ist der größte Storyteller. Also er hat so viele Storys auf Lager, wirklich. Und wirklich in jedem Satz kann man was mitnehmen. Das ist unglaublich. Allein die paar Stunden, die wir gestern hatten, da habe ich so viel mitnehmen dürfen. Es ist wirklich ein Privileg, dich hier haben zu dürfen. Und ja, lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.